So, doch noch eine neue Webcam gekauft, die ganz interessante Filter hat. Man kann zum Beispiel die Augen vergrößern damit. Sie hat ein Carl Zeiss Objektiv, es ist diese Logitech S9000 und ist wesentlich schärfer und macht bessere Bilder als die Creative, die ich vorher verwendet habe. Wie gesagt, die Schärfe ist relativ cool von dem Teil. Was die Bildwiederholrate betrifft, ist es immer noch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, wie man sieht, weil irgendwie das Ganze ja doch ein bisschen laggt. Aber abgesehen davon, für gelegentliche Videopodcasts ist das Teil ziemlich fein. Das vor allem diese Logitech True Light Technologie, die irgendwie dazu führt, dass ja, dass man im halb abgedunkelten Arbeitszimmer sitzen kann. Das schaut jetzt überhaupt nicht so aus, als wäre es halb abgedunkelt ist übertrieben, aber es ist nicht besonders hell beleuchtet auf jeden Fall. Und die gleicht es ganz gut aus, die Kamera. Also besser als man es auf die Schnelle mit ein bisschen Premiere-Rumspielereien hinkriegt. Ja, neues Gadget, heute von Amazon eingetroffen und ja, man könnte sagen, ich bin durchaus zufrieden bisher. Schauen wir mal, wie sich es dann im täglichen harten Videoblogger-Einsatz bewährt. Testing, testing, one, two.